Guten Morgen! Hallo! Es gibt ein Thema, worüber ich gerne rede. Und das ist das Thema, dass Menschen von sich vehement behaupten, keine Zeit zu haben. Und keine Angst, ich komme jetzt nicht mit der Tatsache, dass jeder 24 Stunden zur Verfügung hat, was natürlich wahr ist, aber was nicht angenommen werden kann von denjenigen, weil die das einfach abtun. Und ich möchte heute so einen kleinen lichten Moment schaffen. Es geht darum, diese Menschen, ich habe des öfteren mal ein Coaching, wo Menschen, die gerne bewusster leben würden, sozusagen einen Ratschlag möchten, beziehungsweise wie man das Leben ändern könnte. Und wenn man dann eben versucht, Ansatzpunkte zu finden, Übungen, Aufgaben oder generelle Umstrukturierung des Lebens, dann kommt dann immer oft, dass ja dafür ist keine Zeit da. Ne? Es ist keine Zeit dafür, bewusst zu werden. Ich habe einfach keine Zeit, aus diesen Kreisläufen rauszubrechen, um dann wirklich ein zufriedenes Leben führen zu können. Okay. Es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es in erster Linie erstmal Zeit gekostet hat, um in diese Kreisläufe reinzukommen. Na? Es hat erstmal Zeit gekostet, eine Ausbildung zu machen. Es hat Zeit gekostet, darauf aufbauend ein Studium zu machen, ein Praktikum zu machen. Es hat Zeit gekostet, in der Arbeit die Hierarchie nach oben zu gehen, um den Posten, den man jetzt bekleidet, ja, inne zu halten. Das hat alles Zeit gekostet. Und jetzt ist man in einer Situation, wo man Burnout hat oder wo man unzufrieden ist. Und in dieser Situation argumentiert man dann damit, dass man jetzt keine Zeit hat. Obwohl man schon für diese Situation, die einen, sage ich mal, den Schlamassel eingebracht hat, indem man jetzt unzufrieden ist, spürt, okay, ich bin nicht zufrieden. Obwohl diese Situation an sich schon Jahre Zeit gekostet hat. Und das Zufriedensein ist immer im Moment. Ihr werdet nie zufriedener sein als in dem Moment, wenn ihr in dem Moment verweilt. Wenn ihr die Dinge annehmt, wie sie sind, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr aufhört zu bewerten, weil jede Bewertung ist ein gedanklicher Prozess, der die Situation bewertet. Boah, das ist aber ein schöner Moment. Aber dann ist das schon wieder Reflexion auf die Vergangenheit. Dann ist das nicht der Moment. Das wirkliche, die maximale Zufriedenheit, die man erreichen kann, ist in dem Moment. Die ist nicht in der Vergangenheit und die ist nicht in der Zukunft. Und in diesem Moment, dieser Moment, dieser klitzekleine Moment, das ist ungefähr, oder sagen wir einfach mal, das ist jetzt eine Sekunde, dieser Moment. So. Und in dieser Sekunde ist man maximal glücklich. Das kann beim Kacken sein, das kann sein draußen in der Natur, das kann im schönen Gespräch mit Freunden sein, das kann in der Sexualität sein und das kann weiß Gott wo sein und wann sein und wie sein. Na? Aber es ist dieser eine Moment, der zufrieden macht und es macht nur dieser Moment zufrieden. Diese kurze Sekunde. Dann ist man zufrieden. Und das kann man verlängern. Da ist man dann ganz viele Momente am Tag zufrieden. Und es kostet immer nur diesen Moment. Es kostet keine Zeit. Es kostet überhaupt keine Zeit, dieses in irgendeiner Weise zu erarbeiten. Es muss nicht erarbeitet werden. Es ist alles da. Versteht ihr? Es ist alles da. Ihr müsst keine klugen Bücher lesen und Zeit investieren, genau wie ihr das bei einem Beruf getan habt oder bei eurer Familie oder was auch immer. Es ist alles da. Ihr könnt sofort damit anfangen. Legt alles beiseite und seid einfach. Und dann seid ihr zufrieden. Das kostet keine Zeit. Dieses Argument, ich habe keine Zeit, ein bewussteres Leben zu führen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst nur sitzen. Ihr müsst nur sitzen und ihr sitzt. Macht ihr euch Gedanken und überlegt, was könnte ich denn heute noch tun? Oder was müsste ich denn heute noch tun? Und wie schön ist denn mein Leben? Oder irgendwelche Gedanken, die nach hinten, also in die Vergangenheit oder nach vorne in die Zukunft gehen.
dann könnte es schon wieder kritisch werden. Und das kostet Zeit. Was keine Zeit kostet, ist zu sein. Jede Sekunde. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht zufrieden zu sein. Überhaupt keinen Grund. Und dass ihr keine Zeit habt, nicht zufrieden zu sein, das ist der geringste von allen Gründen. Und ich glaube, mit diesem Wissen, dass es nichts zu erlernen gilt, um zufrieden zu sein, und nichts Explizites zu tun, ich glaube, das ist so ein Schlüsselmoment für viele Menschen gewesen, die eben sehr häufig in der Zufriedenheit weilen, die immer wieder eingeholt werden von Gedanken, das geht mir nicht anders, die immer wieder auch in die Zukunft denken, die Vergangenheit analysieren. Aber grundsätzlich ist das, wenn man Menschen fragt, die wirklich in sich ruhen und die Großteil des Tages zufriedene Momente haben und die ihr Leben transformiert haben in eine Zufriedenheit, die werden euch antworten: Ich bin zufrieden, wenn ich in dem Moment verweile, wenn ich einfach bin, wenn ich nicht darüber nachdenke, wenn ich einfach bin. Und das kostet keine Zeit. Und diese Weisheit möchte ich heute auch nicht unnötig verwässern. Ich möchte euch einfach in aller Deutlichkeit sagen: Jeder kann zufrieden sein und es kostet keine Zeit, zufrieden zu sein. Es kostet nur die Erkenntnis quasi für euch oder das Video jetzt, dass es eben nichts zu erkennen gibt, sondern dass ihr einfach alles nur weglegen müsst. In diesem Moment. Einfach die Gedanken, irgendwelche Verpflichtungen, was ihr spürt, alles Mögliche. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Es gibt nicht mehr. Ihr könnt euch 100 spirituelle Bücher kaufen und lesen und letztlich werdet ihr immer wieder zur Quintessenz zurückfinden. Das ist, seid einfach. Und es ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Es ist extrem einfach. Ihr müsst es nur zulassen. Alles weg. Ich liebe euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.